Ich weiß, ich habe einen Study-Kanal, ich weiß, ich poste jede Woche Lerntipps und ich weiß, viele denken, ich würde jeden Tag lernen, aber ich bin eine richtig faule Person. Aber ich ziehe gerne durch und hier sind meine Tipps, wie ich es mache. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Lara Emily und ich teile hier jede Woche, wie gerade schon erwähnt, Lerntipps und Organisationstipps und vor allem Tipps und Tricks rund um das Thema gute Noten und ein gesunder und schöner Alltag, vor allem Schulalltag eben. Und ich weiß, dass da die Content total verleiten kann dazu, dass man denkt, dass diese YouTuber oder diese TikToker oder Instagrammer sehr viel lernen würden. Und vielleicht machen das auch andere und ich bin die Einzige, die es nicht macht, aber ich kann nicht sagen, ich lerne noch nicht mal so viel. Und ich bin ja auch Fan von Study Smarter, Not Harder. Also schlauer zu lernen und nicht unbedingt immer mehr zu machen. Und hier sind jetzt meine Tipps für faule Menschen, wie ihr gut in den Schulalltag reinstarten könnt. Also ich habe jetzt auch bald wieder Ferien. Wenn ihr das seht, glaube ich, wieder Ferien, lol, wieder Schule. Und es gibt einige Dinge, die ich machen möchte oder implementieren möchte in meinen Alltag, um das Schulleben ein bisschen einfacher zu machen. Viel Spaß beim Video. Als allererstes der Schlafrhythmus. Ich würde euch empfehlen, falls ihr jetzt gerade sehr spät aufsteht, also vielleicht um 11, um 12, vielleicht sogar noch später, ist es halt schwierig, am ersten Schultag um 5 aufzustehen, einfach so aus dem Nichts heraus. Und deswegen, falls ihr jetzt noch genug Zeit habt, dann macht es am besten so, dass ihr jeden Tag eine Stunde früher aufsteht. Falls du heute um 12 aufgestanden bist, versucht mal morgen um 11 aufzustehen. Und übermorgen um 10. So kannst du dich immer langsam rantasten. Falls du noch genug Zeit hast, kannst du auch machen, dass du mal 2 Tage um die gleiche Uhrzeit aufstehst und dann die nächsten 2 Tage eine Stunde früher und dann wieder eine Stunde früher die nächsten 2 Tage. Wisst ihr? So tastet man sich langsam wieder an den normalen Schlafrhythmus ran. Und natürlich die Gewohnheit vor der Gewohnheit. Bitte dann auch früher ins Bett gehen, damit ihr noch genug Schlaf bekommt. Das zweite ist ein Mindset-Shift. Bitte denkt darüber jetzt mal genau nach, weil es hat mein Leben verändert. Denkt jetzt mal bitte genau darüber nach. Und zwar, eine Aufgabe ist nur schwer, wenn sie prokrastiniert ist. Und über eine Aufgabe die ganze Zeit nachzudenken und zu prokrastinieren, ist viel schlimmer, als sie einfach zu machen. Das ist so ein Mindset-Shift, der irgendwie mein Leben so verändert hat. Weil es stimmt einfach, wenn ich jetzt einen Bio-Aufsatz schreiben muss, dann bin ich eine Person, die sehr lange darüber nachdenkt und es immer aufschiebt. Aber ich habe realisiert, das Aufschieben, das immer darüber nachdenken, das tut mir selbst viel mehr weh, als wenn ich mich jetzt noch kurz hinsetze, 2 Stunden nehme und das kurz wegschreibe und fertig mache. Also eine Aufgabe ist eigentlich nur schwierig, wenn ich sie immer aufschiebe. Ich werde jetzt hier voll der Mindset-Coach, ne? Aber ich habe das selbst einfach gemerkt, dass mir, wenn ich mir das ins Gedächtnis rufe und darüber nachdenke, dass mir das sehr viel hilft, direkt anzufangen mit Aufgaben, weil es einfach so wahr ist. Ich bin sogar fast dabei, mir das mal auszudrucken und irgendwo auf den Schreibtisch zu stellen, diesen Spruch, damit ich mich mehr daran erinnere und direkt immer anfangen kann mit Aufgaben, weil es ist einfach so. Über eine Aufgabe nachzudenken ist viel schlimmer, als sie einfach zu machen. Weil dann hast du es weg, dann bist du fertig und dann kannst du andere Dinge machen und alles ist gut. Und immer darüber nachzudenken, vor allem sind meistens halt einfach Aufgaben, die noch nicht mal so lange dauern. Und dann ruinierst du dir einfach Stunden oder Tage oder sogar Wochen in deinem Leben, weil du immer das aufschiebst und darüber nachdenkst und ein schlechtes Gefühl bekommst. Das ist überhaupt nicht cool. Ein weiterer sehr wichtiger Tipp von mir ist daran zu denken, also wieder ein Mindset-Shift. Done is better than perfect. Also fertig ist besser als perfekt. Wenn du eine Aufgabe fertig hast, ist es viel mehr wert. Hier ist nämlich die Sache. Wir sind ja alle sehr perfektionistische Menschen. Die wollen gute Noten haben. Die wollen eine Aufgabe gut machen. Und deswegen ist mein persönliches Problem, dass ich oft deswegen nicht anfange. Meine Seminararbeit gerade zum Beispiel. Ich möchte sie sehr gut machen. Ich möchte 15 Punkte, ich möchte eine 1 plus darauf haben. Und ich denke mir halt so, okay, ich muss mir mehr Zeit nehmen dafür, ich muss ins richtige Mindset kommen, ich brauche dafür noch mehr Zeit und schiebe es einfach die ganze Zeit auf. Und jetzt bin ich gerade dabei, selbst wieder zu realisieren, dass fertig besser als perfekt ist. Weil wenn du sie fertig hast, die Arbeit, dann kannst du sie immer noch bearbeiten, dann kannst du sie immer noch perfekter machen oder noch besser machen. Aber wenn du nichts hast, kannst du auch nichts bearbeiten. Und deswegen ist fertig mehr wert, als nicht anzufangen, wo du es perfekt machen möchtest, weil das bringt dir überhaupt nichts. Deswegen, dann ist better than perfect. Fang einfach an, auch wenn es nur ein Satz ist erstmal, fang einfach an. Weil du kannst immer noch überarbeiten, wenn du nichts hast, kannst du nichts überarbeiten. Ich habe auch noch 2 Regeln für euch. Die erste Regel ist die 2-Minuten-Regel. Die 2-Minuten-Regel sagt auch, dass das, was kürzer als 2 Minuten dauert, du sofort machen sollst. Sagen wir mal, mein Schreibtisch sieht gerade aus wie das größte Chaos. Vielleicht ist es wahr, vielleicht ist es eine Lüge. Und ich möchte diesen Schreibtisch jetzt aufräumen. Da schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste drauf. Die 2-Minuten-Regel sagt jetzt, nee, Lara,
nicht auf die To-Do-Liste jetzt machen, weil es dauert kürzer als 2 Minuten, die Sachen kurz mal hier wegzuräumen. Und das sind nämlich so kleine Aufgaben, die wir gerne mal aufschieben und dann peilen die so, also dann werden die so zum großen Haufen und es sieht so viel aus. Dabei könnte man die Aufgaben so schnell erledigen, nämlich unter 2 Minuten. Das ist die 2-Minuten-Regel, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir noch zu der 5-Minuten-Regel. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so heißt oder ob ich sie einfach nur so nenne. Ich persönlich nenne es die 5-Minuten-Regel, wenn ich mich einfach hinsetze und nur 5 Minuten arbeite. Seminararbeit, wieder mal. Okay, ich habe natürlich gefühlt gar keine Motivation, irgendwas zu machen. Aber ich sage mir selbst jetzt, okay, Lara, setz dich hin und arbeite nur 5 Minuten daran. Nur 5 Minuten, das ist nichts gefühlt. Und wenn ich dann angefangen habe, diese 2, 3, 4, 5 Minuten, habe ich wahrscheinlich ein Erfolgsgefühl, weil ich eben was gemacht habe. Und dieses Erfolgsgefühl hilft mir, dann weiterzumachen. Und deswegen trickse ich mich selbst so ein bisschen aus mit dieser 5-Minuten-Regel, dass ich weiterarbeite, obwohl ich mir anfangs gesagt habe, du musst nur 5 Minuten machen. Weil die Sache ist, Motivation ist nicht der Anfangspunkt. Motivation kommt nicht einfach so in deinem Leben, wenn du im Bett chillst und TikTok guckst, sondern Motivation kommt von Aktion. Und deswegen gibt es diese 5-Minuten-Regel für mich. Ich mache ein bisschen was, gerade in Aktion und kriege dann die Motivation, weiterzumachen. Deswegen sag dir einfach, mach diese Aufgabe nur für 5 Minuten, danach darfst du aufhören. Ja, das waren jetzt einige Tipps von mir für euch, vor allem für Menschen, die sich vielleicht als faul identifizieren, so wie ich teilweise, und ich hoffe sehr, dass es euch geholfen hat. Vergesst auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Back-to-School-Videos, und ich hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!